Der Krieg in der Ukraine wirft jetzt auch düstere Schatten auf Deutschland. Angesichts der militärischen Bedrohung durch Russland prüft die Bundesregierung die Errichtung eines Raketenschutzschildes über dem gesamten Bundesgebiet. Ein sogenannter Iron Dome nach dem Vorbild Israels soll Thema gewesen sein bei der Beratung von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Generalinspekteur Eberhard Zorn in der vergangenen Woche. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bestätigte gegenüber Welt, auf dem Weg nach Israel vor Ort über die Optionen zu sprechen. Wie eine eiserne Kuppel wäre ein Raketenschutzschild über das gesamte Land gespannt. Entdeckt das Radar einen Raketenangriff, würden Arrow-3-Raketen abgeschossen. Das System könnte 2025 einsatzfähig sein. Angesichts der Bedrohungslage und der unterschiedlichen Waffensysteme, die Russland hat, muss man sich natürlich auch damit beschäftigen. Insofern macht das Sinn. Es gibt natürlich verschiedene Optionen, zumal dieses Schutzschild für eine ganz bestimmte Rakete sozusagen gebaut wurde, die sehr hoch abgeschossen wird, über das All kommt und ein klassisches Abwehrsystem nicht hilft. Insofern ist es von Bedeutung, sich damit schnellstmöglich zu beschäftigen. Die Israelis stellen so etwas her und deswegen macht es Sinn, eben auf diese verschiedenen unterschiedlichen Szenarien sich mit nicht nur mit zu beschäftigen, sondern gegebenenfalls auch umgehend zu kaufen. Aber das muss eben alles sehr schnell gehen, aber eben auch sehr seriös besprochen werden.